Servus Leute, willkommen auf dem Cardano-Kanal. Mein Name ist Simon und heute gibt es ein kleines Update zu den neuesten Cardano-News und zum Preis. Los geht's! Wir starten gleich los mit den ersten zwei bullischen News, und zwar sowohl die Wallets, die zwischen 100.000 und 1 Million ADA halten, als auch die Wallets, die zwischen 1 Million und 10 Millionen ADA halten. Also kurz gesagt, alle Wallets zwischen 100.000 und 10 Millionen ADA haben in den letzten Wochen und Tagen extrem gekauft. So zum Beispiel die Whales, die über 1 Million ADA haben, haben allein in den letzten 3 Monaten 4 Milliarden ADA gekauft. Allein in den letzten 3 Monaten, also im Jahr 2022, sind diese Adressen aufgebläht worden von 8 Milliarden auf 12 Milliarden ADA. Heißt für uns, die Whales kaufen, und wie ich auch immer sage, wir befinden uns eindeutig in einer Akkumulierungsphase. Also billige Preise werden gekauft, um sie dann teuer wieder zu verkaufen. Denn wie man hier sieht, bei Into the Block befinden sich mittlerweile 91% der Cardano-Investoren im Minus. Also richtig, richtig viele Leute befinden sich im Minus, und wer verkauft schon gern im Minus? Also irgendwann werden die Leute einfach nicht mehr verkaufen. Wir befinden uns immer noch auf einem All-Time-Low, was das Thema angeht. Also es hat noch nie so viele Menschen gegeben, die mit ihrer Cardano-Balance im Minus waren. Gleichzeitig geht das Transaktionsvolumen von Cardano durch die Decke. Also echt unfassbar. Cardano ist es schon wieder an erster Stelle mit 42 Milliarden Dollar in 24 Stunden. Hier auf Messari.io sieht man das. Cardano vor Bitcoin. Bitcoin mit 36 Milliarden, Cardano mit 42 Milliarden und Ethereum an dritter Stelle mit 7 Milliarden. Also Cardano hat in den letzten 24 Stunden das sechsfache Transaktionsvolumen von Ethereum. Also eigentlich unfassbar. Macht mich persönlich extrem bullish. Wenn wir uns den ADA-Preis ansehen, wir sehen in den letzten 6 Monaten, wir sind jetzt im 7. Monat, wo es runtergeht. Also sowas hat es in der ganzen Historie von Cardano noch nicht gegeben, dass es 6 Monate durchgehend nur nach unten geht. Natürlich wurden deshalb auch sehr viele Anleger entmutigt, gerade die, die nur für kurze Zeit drin sind, um schnell Profite zu machen. Die sind jetzt wieder raus aus dem Markt, und wir sehen, die ADA, die fließen wieder zu den Wahlen, zu den Long-Term-Investoren, die Cardano auf lange Sicht halten, die das Potenzial von Cardano verstanden haben. Deshalb auch die Akkumulierung der Whales und das Rauskicken der Moonboys sozusagen. Wenn wir hier den Monthly Chart sehen, also die Monatscandles, dann befinden wir uns vom RSI, also vom relativen Stärkeindex, auf dem Niveau, auf dem wir waren im Bärenmarkt nach 2017 oder beziehungsweise Anfang 2018. Wir sind ja damals von einem Hoch von 1,10 Dollar auf bis zu 2,5 Cent gesunken, und auf dem Niveau vom RSI befinden wir uns jetzt, also wie gesagt, Akkumulierungsphase. Wenn wir uns den Daily Timeframe ansehen, dann sehen wir, dass wir uns trotz des Pumps der letzten Tage immer noch unter dem 50-Tage-Durchschnitt befinden. Das heißt, wir befinden uns immer noch im Bärenmarkt. Also hier keine falschen Hoffnungen haben. Es kann immer noch sein, dass wir auf 40 bis 50 Cent runter crashen. Wäre für mich auf alle Fälle ein Signal zu kaufen. Denn bessere Preise wird es wohl wahrscheinlich nie wieder geben für Cardano. Auf dem wöchentlichen Timeframe sehen wir, dass wir uns auch vom RSI in einer sehr überverkauften Situation befinden. Also wir sind auf dem gleichen Level wie damals beim Corona-Crash im März 2020. Also Akkumulierungsphase. Der MACD, der Trendfolgeindikator auf Wochensicht, hat natürlich jetzt keine neuen Ergebnisse geliefert, die bekommen wir ja erst am Montag. Aber ich finde, es zeichnet sich schon langsam eine Trendwende ab, und wie ich immer sage, für mich eindeutig das bullischste Signal, wenn wir hier im MACD auf Wochensicht ein Bullish Crossover, das heißt ein Kreuzen der blauen Linie mit der orangen Linie von unten nach oben, wenn wir das haben, wenn wir das sehen,
Und wenn wir auf dem Daily Timeframe wieder über die 50-Tage-Linie kommen, und zwar nachhaltig. Das heißt nicht so wie hier und hier, das waren sogenannte Fakeouts, und dann kann es meiner Ansicht nach wieder nach oben gehen. Das könnte noch ein paar Wochen dauern, aber wie gesagt, durchhalten, jetzt ist die Zeit zu akkumulieren, also ADA zu kaufen, um dann später davon zu profitieren. Also ich bin jetzt seit 2016 im Markt und ich kenne diese Phasen, die sind sehr entmutigend und man hat immer das Gefühl, dass es noch weiter fallen wird, dass es jetzt endgültig vorbei ist. Aber genau wenn ich das Gefühl habe, weiß ich jetzt von mir selber, dass das genau die richtigen Zeiten sind, um nachzukaufen. Zum Abschluss noch der Hinweis, dass es eine neue Version der Daedalus Wallet gibt, 4.9.0, und hier wurden einige User Interface Verbesserungen gemacht, also Verbesserungen in der Benutzeroberfläche. Anscheinend soll die Wallet auch schneller laden, weil sie sich den letzten Status merkt. Ich habe sie bereits downgeloadet und werden wir das jetzt gleich mal anschauen, ob das wirklich stimmt. Denn die Daedalus Wallet ist ja eine Full Node, das heißt, sie dauert immer ziemlich lange, da sie ja eine eigene Node auf der Cardano Blockchain darstellt, ist dafür aber natürlich die sicherste Wallet, die man haben kann. Das war's auch schon mit dem kurzen Update. Ich hoffe, ich konnte euch meine Bullishness rüberbringen und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalässt. Schreibt mir einen Kommentar und wir sehen uns dann wahrscheinlich am Montag mit dem Montagsupdate. Bis dahin, Servus Leute!